Hey, ich bin Niki und ich werde euch heute zeigen, mit welchen Dehnübungen man schnell ein Skorpion lernen kann. Für diese Body Position ist es wichtig, die Arme, den Rücken und die Beine zu dehnen. Da ich zu all den Themen schon ausführliche Stretching Routines zum Mitmachen hochgeladen habe, werde ich euch in diesem Video nur ein paar der Dehnübungen im Schnelldurchlauf zeigen und dann kommen wir auch gleich schon zu den Dehnübungen, die euch speziell beim Skorpion lernen helfen. Ihr solltet darauf achten, dass euer Rücken wirklich gut aufgewärmt ist. Und zwischendurch auch nicht vergessen, immer mal wieder ein bisschen auszudehnen. Für die erste Übung liegt ihr auf dem Bauch, winkelt dann eure Beine an und stützt euch mit den Armen ab. Schiebt euch mit den Schultern nach hinten und versucht mit eurem Kopf eure Füße zu berühren. Als nächstes kniet ihr auf einem Bein, das hintere Bein wird wieder angewinkelt und ihr greift dann mit eurer Hand euren Fuß und dehnt den Rücken nach hinten. Achtet hier darauf, dass ihr auch die Dehnung in der Hüfte spürt. Wenn ihr diese Position noch nicht schafft, könnt ihr auch alternativ einen Yoga-Block oder ein paar Bücher unter euer vorderes Bein legen. Für die nächste Position braucht ihr etwas Gleichgewicht. Dabei ist euer vorderes Bein aufgestellt und das hintere angewinkelt. Versucht jetzt hier wieder mit eurem Kopf euren Fuß zu berühren. Als nächstes habe ich mir was ausgedacht und zwar habt ihr einen Stuhl und einen Tisch. Ihr legt jetzt euer hinteres Bein auf dem Stuhl ab und versucht eben wieder den Rücken schön nach hinten zu dehnen, aber auch die Hüfte ein bisschen zu dehnen. Dann könnt ihr auch wieder euren Fuß greifen und euch mit der Hand dann nochmal zum Fuß ziehen oder den Fuß zum Rücken ziehen. Noch eine Variation ist, dass ihr euer hinteres Bein auf den Tisch legt und dann jetzt wieder versucht, den Rücken schön nach hinten zu dehnen. Dann könnt ihr wieder euren Fuß greifen und versuchen, das Bein etwas anzuheben vom Tisch, ein bisschen nach oben zu ziehen. Dabei könnt ihr eigentlich bei allen Übungen ein bisschen variieren. Schauen, dass die Hüfte schön gedehnt wird, der Rücken gedehnt wird und aber auch die Schultern. Im Stehen funktioniert das Ganze dann so, dass ihr euer Bein anhebt, dann versucht ihr das Bein nach oben zu ziehen, mit der anderen Hand dann auch nochmal zu greifen und dann mit beiden Händen so weit wie möglich nach oben und ein kleines bisschen nach vorne zu ziehen. Wenn das Ganze frei noch nicht funktioniert, dann benutzt einfach einen Tisch oder eine Wand, um euch abzustützen. Für die nächste Übung braucht ihr einen Türrahmen. Dabei stützt ihr euch dann mit dem Oberkörper und mit den Händen an der einen Seite ab und versucht auf der anderen Seite euer hinteres Bein hochzuschieben. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was draus mitnehmen. Viel Erfolg beim Üben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.